Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir sind hier mit unserer Merkur unterwegs, um noch etwas Geld zu verdienen. Wir haben zuletzt, ich glaube, wir haben hier Energiezellen abgeliefert und haben jetzt wieder einen leeren Frachtraum, in den könnten wir eigentlich was einladen, wenn hier mal ein Auftrag angeboten werden würde. Aber wird nicht. So, wir sind. Es ist ganz schön dunkel und ungünstigerweise habe ich vergessen, hier mal die Sonne auszusperren. Die scheint jetzt genau auf den Bildschirm. Schnäppchenwender. Oha, seht mal hier, Range Agnofleisch. M Beta. Das ja. Da Autopilot kommen wir gerade her. deaktiviert. Oha. Wie peinlich. Agnofleisch für 50. Unter dem Normalpreis. Das nenne ich doch mal ein Angebot. So, was ist denn jetzt hier los? Kriegen wir das nicht auf die Reihe, hier vernünftig anzudocken? Andockerlaubnis erteilt. Autopilot So, aktiviert. wir sammeln ja nach wie vor Geld für unser neues Schiff, das wir uns kaufen wollen, für das Agrarzentrum, damit das autonom handeln kann. Oder eigentlich, naja, möchten wir uns ein neues Schiff kaufen, damit Andockvorgang wir erfolgreich. Im Namen dieses Schiff unseres hier, Präsidenten und Senators. Verbindung zum örtlichen damit wir Handelsnetzwerk dieses hergestellt. Schiff hier als Transportschiff umrüsten können. So, möchte hier jemand das Agnofleisch haben? Nein. Dann suchen wir uns einen Abnehmer. Wir sind hier in Linie der Energie. Ja, Transport, da will wohl keiner was haben. Ranches brauchen kein Fleisch. Auch nicht. Gehen wir mal runter. Wir müssen hier die Kahuna-Pressen beliefern. 81 für das Fleisch. 58 ist, naja, darüber lässt sich nicht diskutieren. Ist einfach nicht akzeptabel. 90 sieht gut aus. Herons Nebel. Schauen wir mal hier rein. Okay, also Herons Nebel ist aktuell hoch. Am besten Ringo Mond. 81, roter Schein, Wolkenbasis, Südwest 69 und 70. Also Herons Nebel soll der Ort sein. Okay, dann springen wir Herons Nebel Südtor. Sprungantrieb wird So, geben ein geladen. bisschen Gas. 10%. Und da können wir, ja, dann machen wir pro Einheit 41 Credits gewinnen. Ist eine Menge Geld, die wir da bekommen. Erreiche System, Herons Nebel. Ja, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kriegen wir 28.000 raus. Kahuna-Presse. M. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann mal los. Ja, okay. Also mir ist aufgefallen, dass der Autopilot sehr oft nicht funktioniert. Oder was heißt sehr oft, ab und zu nicht funktioniert. Das habt ihr ja bestimmt auch gesehen, wenn ihr die Folgen alle verfolgt habt. Gibt man, also dann stellt man den Autopiloten ein und er fliegt trotzdem einfach geradeaus und weigert sich, das Ziel anzusteuern. So, und er wird doch hoffentlich da kein Agnofleisch anliefern. Na? Und drehen und andocken. So, da sind wir dann. Wird gespeichert. Andockvorgang Wir schauen auf erfolgreich. das Im Namen schwarze unseres Brett. Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Und Handelsnetzwerk hergestellt. verkaufen. Jo, damit haben wir jetzt fast 500.000. Das ist eine Menge. Wir schauen mal in unsere Besitztümer rein, in die Schiffe vor allem hier und da in die Tukan. Die müsste auch noch irgendwo unterwegs sein. Da haben wir sie. Sie ist im All und hat kein Kommando. Im Menelaus Grenze, genau. Wir haben ja gesagt, die soll dahin fliegen, um dort dann
den Sektorhandel aufzunehmen. Kommando Minderungsgrenze. akzeptiert. Sonnenblumen kauft die, okay. So, dann haben wir unsere Discoverer. Die haben wir ja losgeschickt, um Satelliten auszusetzen. Machen wir die jetzt? Schauen wir doch mal. Da, ihre Discoverer. Heimat, ihr Agrarzentrum. Ja, ja, die ist in Königsthal. Schauen wir mal nach Königsthal rein. Wie sieht's denn da aus? Haben wir da schon einen Satelliten stehen? Nein. Okay, Kommandokonsole, Navigation, gehe zu Position. In Königsthal. Und ziemlich genau hierhin. Ja, dahin bitte. Kommando akzeptiert. Okay, so, was sagt unser restlicher Besitz, sprich unsere Station? Die hat 50.000 zur Verfügung und die hat, oh, ich glaube, die hat gerade eben was verkauft. So, die hat noch Energiezellen 1.900. Sehr gut, wenn die gerade was verkauft hat, dann müsste unser, ja, seht mal hier, unser Kontostand, der hat sich erhöht, naja, um 2.000. 2.000 knapp. Allzu viel hat sie nicht verkauft. Naja gut, was soll's. Waren 70 Einheiten delixianischer Weizen. Okay, wir handeln hier nicht mit Kahuna-Fleischblöcken. Schauen wir nochmal rein. Machen wir das? Nein, die kosten 72. Okay, die werden wir niemals los. Ja, die Torpedos, das haben wir ja schon mal gehabt. Oh, hier. Siliziumscheiben für 45 unter Wert. Naja, ist immer noch ein bisschen zu teuer. Fliegen wir mal weiter. So, wir schauen auf die Galaxiekarte. Ja gut, wir haben ja gesehen, dass die Siliziumminen momentan keine guten Preise hier anbieten. Sonnenkraftwerk könnten wir mal ansteuern. Vielleicht auch eine Erzmine. 67 ist kein allzu guter Wert, aber könnte, das würde gehen, aber wir wissen ja, dass man auch für 50 Credits da das Erz bekommt. So, Bogas, ja, Plankton. Ich glaube, da muss ich mich vor allem nochmal in die Preise reinarbeiten. Was Plankton angeht. Das gebraucht für, ah ja, die bezahlen dafür 18, da bezahlen sie 20 für Plankton. Und hier brauchen sie es für 17, da hätte man dann die Möglichkeit, Gewinn zu machen. Stottmischerei braucht ja viel delixianischen Weizen, den wir hier idealerweise verkaufen könnten, wenn wir hier unser Agrarzentrum hingesetzt hätten, was wir nicht haben, weil mir entfallen ist, wo wir das hinsetzen wollten, im entscheidenden Augenblick. Tja. Königinhügel, Siliziummine. Ja. Okay. Sonnenkraftwerk, die haben viel Energie. Ja, mit 13. Sieht in Ordnung aus. 72 für Erz. Ja, gut. So, da musste ich mal wieder schneiden. Super. Was wollten wir? Wir wollten hier nachschauen, womit wir handeln. Kristallfabrik und Computerwerk. Naja, das sind immer so Waren, die eignen sich meines Erachtens nach nicht zum Handel. Stottmischerei, können wir mal reinschauen. 87, 70 und 74. Stott, das geht doch an. Geht das nicht auch an die Corona-Pressen? Genau, die bezahlen 67. Die bezahlen. Ah, 74, okay, aber die Gewinnspannen sind da jetzt auch nicht allzu groß. Schauen wir hier nochmal rein. Die zahlen 77 maximal. So, schauen wir hier nochmal rein. Stockmischerei war hier oben. 74 ist das, was maximal gezahlt wird. 87, 70. Ah, das können wir vergessen. Das ist nichts zum Handeln. So, nochmal Silizium. Auch nicht. Schauen wir nochmal in
Erzgürtel rein, ob man hier günstig Erz bekommt. Bekommt man. Naja, gut. Das können wir vergessen. Unten bekommen wir Energiezellen für 12. Schauen wir aber lieber mal woanders rein. Gibt es hier noch mehr Erz? Naja, das sind hier die Paraniden, die mögen uns gar nicht. Brauchen wir gar nicht reinschauen. Linie der Energie. Es gibt hier sehr wenig Minen, wie ich gesehen habe. Wäre das etwa für uns nochmal ein Feld, das wir erschließen können? So, hier oben gibt es nochmal Erz für 64 in Energiezirkulum. Und hier oben für 70. Okay, Erz für 64. Brauchen die Energiezellen für 17. Okay. Königinhügel bietet für 13, 15 und 14. So, und dann würde ich sagen, Moment, ich glaube, da fällt gerade, da reißt gerade ein Schiff. Na, doch nicht. Sprungantrieb, Königinhügel, Osttor. Sprungantrieb wird geladen. Reisen wir da 10%. mal hin und holen uns Energiezellen ab, nehmen die mit zur Erzmine. Und dann, ja, ich glaube, da haben wir schon mal was im Auge für den, Reichesystem, Königinhügel. ja, was im Auge für den, für die, na, sag jetzt schnell, Sonnenkraftwerk. Autopilot deaktiviert. für die Schiffswerft. Autopilot Da haben wir wieder deaktiviert. was, nämlich eine Erzmine, die wir uns dazulegen können. Oder eine Siliziummine. Silizium ist gerade nicht ganz so gefragt, glaube ich, wie Erz. Also ich habe bis jetzt mehr Siliziumminen gesehen. Mehr Silizium als Erzminen. So, ich glaube, der Autopilot funktioniert wieder nicht. Wir sollten Andockerlaubnis direkt erteilt. drauf zufliegen. Autopilot aktiviert. Okay, geht doch. Oha, wieder Asteroiden. Na gut, ich hoffe, der Autopilot ist nicht auch eingeschränkt hier in den Nebeln. Offenbar nicht. Sehr gut. Ja, und da fliegt schon wieder ein großes Frachtschiff zu dem Sonnenkraftwerk. Gar nicht gut. Ja, gefällt mir ja überhaupt nicht. Ich sehe unsere Gewinne schon dahin schwimmen. Andockvorgang erfolgreich. Ja, Königin 14. Atreus und das Verbindung zum örtlichen Geht noch, Handelsnetzwerk 14. hergestellt. Und ja, hier noch ein Auftrag, den wir nicht annehmen können. Auch nicht wollen. Diese Familienangelegenheiten interessieren uns nicht. Und wir wollen jetzt nach Energiezirkulum zu der Erzmine. Die ist im Osten. Osttor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. So, dann laden wir da die Energiezellen ab und laden uns die Erzzellen oder das Erz in den Laderaum. Behalten natürlich wieder 200 Energiezellen für uns. Erreichesystem, Energiezirkulum. So, Erzmine, ja. Checken wir nochmal schnell die Siliziumminen. Erzmine. M. Alpha Autopilot deaktiv. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, und ja, diesmal funktioniert der Autopilot. Und wir haben jetzt über 500.000. Wir schauen gleich nochmal in die Werft rein, wenn wir gelandet sind. Ich lasse ja den Autopiloten hier sehr ungern unbeobachtet handeln im Hintergrund. Deswegen warten wir erstmal ab, bis wir gelandet sind. Dann schauen wir mal per Fernübertragung in die Werft in Argon Prime, müsste sie sein. Wie viel die denn für den Tanker haben wollen. Ja, und wir brauchen natürlich auch noch Geld für die Ausrüstung. Und vor allem brauchen wir ja noch Geld zum Handeln selbst. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen.
Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, das klingt doch nach einem Auftrag für uns. Dringender Hinweis an alle, die bereits den Handelsrang Großunternehmer besitzen oder noch mehr Erfahrung haben und ein Schiff liegen, das Frachtcontainer des Typs S aufnehmen kann. Der Station Erzmine M-Alpha gehen die Rohstoffe aus. Es werden dringend 4578 Einheiten Energiezellen benötigt, die wir auf unserer Station in Energiezirkulum brauchen. Leider steht für dieses Unterfangen nur wenige Zeit zur Verfügung. Sie haben genau 23. Suras und 52 Mesuras Zeit, uns die Waren zu besorgen. Für jede gelieferte Einheit Energiezellen können wir 20 Credits zahlen. Wenn Sie uns alle benötigten 4578 Einheiten liefern können, bekommen Sie außerdem eine Sonderzahlung von 107.400 Credits. Sollten zum Transport mehrere Flüge notwendig sein, akzeptieren wir das natürlich, falls es insgesamt nicht länger als 23. Suras und 52 Mesuras dauert. Viel Glück, wir nehmen an. Und docken ab. Und docken an, wenn wir das hinkriegen. Asteroid. Na. Agrarzentrum. M. Beta. Nee. Tor. Bohr. Hätte schon gerne Tor. die Station hier. Siliz. Erzmine. M. Bohr. Navigation. Sonnenkraft. Bohr. Silizium. Erzmine. So, die M. Alpha. Ziel docken. Kommando nicht ausführbar. Müssen wir da noch ein bisschen näher ran? Achso, Moment, wir brauchen erstmal die Sie sprechen mit dem Automat. Landeerlaubnis. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Sie sprechen. Okay. Sehen wir grüne Positionslichter? Wir sehen grüne Positionslichter. Naja, wir müssen noch ein bisschen weiter ranfliegen. Glaube ich. Ja, genau. So, und jetzt kam ja gerade schon Eingehende Nachricht. das Geräusch für die eingehende Nachricht. So, wir haben bereits geliefert, 59.000 Credits dafür bekommen und jetzt docken wir wieder ab. Und wir suchen uns möglichst hier in der Nähe in ein Sonnenkraftwerk. Das sieht gut aus. 14. 14 ist ein guter Preis. Sonnenkraftwerk. M. Autopilot Andockerlaubnis So. erteilt. Autopilot Das hat aktiviert. jetzt ganze viermal gebraucht, bis wir da den Autopiloten dazu bekommen haben, unseren Befehl zu akzeptieren. Jo, 14 Credits für Energiezellen und wir verkaufen die für 20 weiter. Passt. 6 Credits Gewinn, die wir da machen. Und dann noch den Bonus von 105.000. Also da kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, damit rückt die Merkur-Frachter oder Tanker in greifbare Nähe. So, wir schauen Andockvorgang mal. erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, und wir fliegen wieder zur Erzmir. Erzmine. M. Kommando nicht ausführbar. Andockerlaubnis erteilt. Na gut, Autopilot aktiviert. wie das so ist mit dem Autopiloten. Ja, fein, also dann haben wir. Am Moment, ja, ne, wir fliegen erstmal. Wir fliegen erstmal. 105.000 bekommen wir. Moment, 6.000 machen wir Gewinn pro einer. Wir liefern 4.000, da machen wir 24.000. Ich glaube, ungefähr 30.000 sogar machen wir da Gewinn. 135.000 Credits mehr. Circa ist jetzt alles geschätzt. Ja, ist doch fein. Da haben wir einen guten Gewinn gemacht in dieser Folge. Damit kann man was anfangen. Und wir haben jetzt immer noch also eine Eingehende Nachricht. gute Ladung an Energiezellen an Bord. So, wir haben für die gelieferten Einheiten 91.560 Credits bekommen. Klar. Das ist einfach nur, ja, das, was wir dafür bekommen haben. So, jetzt muss ich tatsächlich nochmal schneiden. Schon wieder kam ein Postbote. Warum die immer zu mir wollen? So, also wir haben 107.000
als Bonus bekommen. Okay. Und haben jetzt noch 1392 Energiezellen an Bord. Sehr gut. Okay, und bevor hier noch ein Postbote kommt, machen wir jetzt tatsächlich schon die Pause. Wir schauen ganz kurz nochmal bei unserem Universumshändler rein. Oder Sektorhändler. Ah, okay, der kauft was. Ah ja, geht jetzt mal alle Waren durch. Na gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!